Wir müssen jetzt unten sein bei Lindblumen. Das ist ganz schön laut, oder? Also merkwürdigerweise ist das super laut gefühlt. Ich mach mit, dass er immer noch... Ja, naja, aber ich finde das super laut. So. Also wir hätten jetzt halt einfach die Option. Wir machen da aber nichts. Ich wollte nur einmal letztes Mal mal rausgehen und zum Speichern. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir hören müssen. Was würde der Großherzog jetzt wohl machen? Den einfach so als Lindblumen überlassen? Möchtest du dich etwa aufleben gegen uns? Ich bekämpfe euch aufs Blut. Königin Brande trotzen zu wollen, wie naiv. Aber mutig bist du, das muss man dir lassen. Dank der Schwarzmagier und Herr Bestia ist Königin Brande unbesiegbar. Töricht Widerstand zu leisten, führt nur zu einem, dem eigenen Tod. Okay. Ich weiß halt nicht mehr, was ich hier machen muss, bin ich ganz ehrlich. Ich denke mal, das müssen wir machen. Mogros hat aber schon einiges verpasst, ne? Weil das wirst du dann auch nochmal im YouTube-Video hören. Dass du jetzt dann was verpasst hast. Eieiei. Selbst hier haben sie alles in Schutt und Asche gelegt. Wir gucken mal hier rein. Ich glaube, sie ist so ein bisschen in Love mit ihm plötzlich. Oha! Ach, ein wirklich schönes Bild. Es hat irgendwie etwas Trauriges, aber es strahlt auch so etwas wie Stärke aus. Sie hat mein Bild verstanden. Oh, hier ist jemand, hier ist was arg im Kommen, würde ich sagen. Also Liebe, ne? Töten, töten, töten. Das wird mich bis in meine Albträume verfolgen. Na gut. Kämpfen war leider nicht schnell genug. Die Schwarzmagier haben ihn bei lebendigem Leibe geröstet. Okay, das ist nicht so familienfreundlich. Ich habe heute familienfreundlich ange... Sieht über den Himmel an, welch traurige Farbe der heute hat. Lindblum, strahlenblauer Himmel. Ist er für immer verschwunden? Nein, natürlich nicht. Also, so viel kann ich schon sagen. Das ist sogar Raul. Die Bretter, die mein Leben bedeuten, wurden mit zerschreddert. Ein Big Star wie ich, so wie soll ich nur von allem leben? So sage mir doch, kennst du denn nicht irgendwo ein gutes Theater? Dass ich Raum mit meinen eigenen Augen sehen darf. Wahnsinn! Hm. Ah! Oh, hab ich wirklich gerade eben gedacht. Das wäre es ja beinahe gewesen. Hab ich einfach kaputt gemacht, die Dödel. Ich war gerade hier, als das Industriegebiet weggefegt wurde. Überlebende gibt es wohl keine. Dieses Ding hat sie einfach alle verschluckt. Ich finde, das hier geht zu weit. So viel unschuldiges Blut vergossen, so viel Leid überall. Wir haben Königin Brane unseren Eid geleistet, um Alexandria zu stärken und zu schützen. Nicht um Völkermord zu begehen. Ja, die hat es jetzt verstanden. Kurz hier hin. Ah! Ah! Bisschen Money abstauben. Ich will mir, glaube ich, jetzt die Woche will ich mir jetzt auf jeden Fall dieses Stream-Dingsbums-Deck kaufen. Dass ich hier so kleine lustige Figuren immer herumlaufen habe, wenn ihr beschreibt. Dann könnt ihr nämlich selber euch bestimmen, was ihr da sein möchtet. Was denn sie denn? Ich habe mir beinahe in die Hosen gemacht. Wir haben auch schön aufgepasst, dass dem Tantalus Quartier nichts passiert. Überlasst das Lager hier also ruhig uns und geht diese Zipfel mit zum Platt machen. Schreck, lass nach! Ich dachte schon, es wären wieder diese Kerle mit den Zipfelmützen. Onkel Bark ist noch nicht zurück. Wenn Onkel Bark hier ist, dann kann uns gar nichts mehr passieren. Oh. Ach, so soll ja meine Vorräte, glaube ich, aufstocken oder so. Sagte doch der Dude. Okay, das, ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt schon sagen kann, dass er da hingehen kann. Ein Big Star. Aber ich glaube nicht.
Aber Mokros, spielst du denn gar kein New World? Machen wir auf jeden Fall mal hier. Nee, danke. Spielberobachter hat irgendwie, glaube ich, so 95%. Wir hatten gestern hier ganz schön was, also Sarah, glaube ich, am ersten Tag. Da hatte ich plötzlich sehr viele Zuschauer bei Final Fantasy 9. Das war ein bisschen gruselig. Das hat mich ein bisschen begruselt, tatsächlich. Ich bin es ja nicht gewöhnt, wenn hier so viele Menschen sind. Ich stell mir vor, Klein Coco mit 10.000 Zuschauern, ey. Ne. Also ich würde es, glaube ich, spielen, wenn es irgendwie mal so 5 Euro oder sowas kostet, aber vorher halt nicht. So eine Schande. Wir können noch nicht etwas mal tun gegen Brane. Clara hat es ja probiert, aber sie wurden von dieser Bestie niedergebrannt. Im Moment können wir nur klein beigeben. Heute leben, um morgen zu kämpfen. Das sind die Worte des Großherzogs. Wir glauben an seine Worte und leben nach diesem Motto. Das ist auch richtig. Also es ist wirklich halt so. Mal einmal hier rein. Das sind da 2 Eier. Der Krieg ist schon eine schlimme Sache. Krieger sollten ab sofort in Kartenspielen ausgetragen werden. Wäre weniger blutig. Ja, in Sydney waren es, glaube ich, 22 Stunden oder so. Man mussten die armen Leute warten. Da kaufe ich mir ein Spiel für 50 Euro und ich kann es noch nicht mehr spielen. So ein bisschen, uff. So, mit dem Dude muss ich ja reden, wenn ich hier fertig bin. Tut mir leid, ich sehe dich ruhig um, aber viel von meinem Laden ist nicht mehr übrig. Das macht nichts, meine Gute. Und da brauche ich auch merkwürdigerweise nichts. Den Pack will ich nichts verkaufen, weißt du? Deswegen habe ich die Preise alle hochgesetzt. Aber du kriegst natürlich alles zum Sonnenpreis. Sonderpreis, Sonnenpreis. Ich habe einfach nur Geld. Es wird langsam Zeit, mir ein neues Schwert zu kaufen. Aber Leute, sind die Preise hier so ziemlich gesalzen. Ja, ich muss erstmal gucken, was wir uns eventuell bauen können beim... kann ich hier eigentlich rein? Ne. Muss ich erstmal einmal schauen. Der Opa ist halt weg, ne? Irgendwie eine kalte Flamme. Fast so, als wäre sie traurig. Oh, ich glaube, der Opa ist tot, oder? Oh nein. Ich kam zu spät, um ihm noch zu helfen. Die schwarzen Magier haben meinen Vater getötet. Ich bin irgendwie mit dem Leben davongekommen. Aber mit ihrer Magie haben sie meine Hände verbrannt. Der Arzt sagte, mit diesen Händen sollte ich mir besser eine andere Arbeit suchen. Aber mein Entschluss steht fest. Ich bin nur mal ein Schmied. Das ist es, was mein Vater mich gelehrt hat. Und ich werde ein genauso großartiger Schmied wie er, sodass er stolz auf mich sein kann. Ich werde alles geben. Ja, es ist toll. Also wirklich... Sie den Quer- und Mithril-Dolch. Aha, aha, aha. Jetzt können wir das halt auch machen, ne? Hm. Aber ich kann ja nicht alles kaufen, oder doch? Ich muss jetzt ein bisschen hin und her laufen, das tut mir super leid. Aber ich bin halt arm. Ach, der verkauft ihn doch. Brauche ich nicht den Donnerstock? So, das ist die Linkwee, da brauche ich glaube ich noch ein paar, oder? Muss ich noch mal hinlaufen, ich habe es mir nicht gemerkt. Ja, ja genau so, Mokros. Ja, leider ist der wirklich so. Noch mal ganz kurz gucken. Route brauchen wir da. Zauberküras. Wie viele Zauberkürasse haben wir denn? Ups. Das ist ein Opfer.
Ich habe schon wieder vergessen, was ich kaufen wollte, ne? Es ist unfassbar. Also ein Zauberkürbis, ich weiß halt nicht, ob ich den eventuell... Ja, obwohl. Ah, jetzt muss ich doch nochmal gucken gehen, ey. Hin und her, hin und her. Das ist nicht Streckung oder irgendwas. Ich weiß es halt wirklich gerade nicht. Ich bin ein bisschen vergesslich. Donnerstock und Route. Ich will mir aber das auch noch machen. Und diese Queder. Mit Trildolch. Muss ich wieder nach da laufen? Eine Route, Sesenquäler und ein Metrildolch. Kaufen. Das hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Hat er noch eine Route? Hat er nicht. Das ist schlecht. Dann kann ich das doch nicht machen, was ich machen wollte. Das ist ein bisschen doof. Habe ich Sachen jetzt umsonst ausgegeben? Ja, also wie gesagt, ich kaufe mir halt auch ein Spiel und möchte es gerne gleich spielen und nicht noch irgendwie 10 Stunden warten müssen. Das ist auch das ist wirklich ein bisschen... Ja, aber wie gesagt, das ist halt so eine Sache. Mal so, das einmal machen. Route habe ich halt, glaube ich, nur eine, oder? Ach so, das hat jetzt gerade Quina, deswegen ist es nicht da. Wie viele Kettenhemden hatte ich denn? Oh Gott, ich drücke mal auf den falschen Knopf. Kettenhemde. Wo sind die denn? Ordnen die Sachen mal ganz kurz. Eins habe ich dann. Oh nein, dann lassen wir das lieber. Aber ich nicht weiß, ob die das schon gelernt haben oder nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einmal. Es ist auch nicht so ganz tragisch, wenn wir komplett unterlevelt sind. Und wir machen die Schmiedesachen halt dann auch quasi. Ja, wir sind startbereit. Wunderbar, dann bitte hier sein Exzellenz. Oh Gott. Das wird wieder sehr, sehr quietschig jetzt gleich. Branisflotte läuft ein. Für Kriegsbeute landen die aber ziemlich billiges Zeugs ein. Oh. Ob die das alles ernstes mit nach Alexandria nehmen wollen? Oder planen die vielleicht eine längere Seereise? Ihr dort! Hier wird nicht geredet, sondern gearbeitet. Verdammt nochmal, wer glauben die eigentlich, wer die sind? Das wird ein wenig Zeit gewinnen. Wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis sie gestoppt haben. Mann, Alexandria herrscht jetzt über den ganzen Kontinent. Was nützt es denn, Vorbereitungen für eine Seereise zu machen, wenn es eh niemanden mehr zu bekämpfen gibt? Was haben die bloß wieder ausgeheckt? Ist mir ein Rätsel. Aber es handelt sich um die habgierige Brane. Vielleicht fehlt ihr ja noch ein Kontinent in ihrer Sammlung. Ja. Leider ist sie mehr so, ne? Wo geht die Expedition denn diesmal hin? Mir wäre weit und breit kein Land bekannt, das für uns eine Bedrohung darstellen könnte. Aber was zerbreche ich mir hier in den Kopf? Königin Brane wird schon wissen, was sie tut. Und unsere Aufgabe ist es, ihre Befehle auszuführen. Genug jetzt damit. Komm mit. Ein paar Lindenblumensoldaten haben sich im Gästezimmer verschanzt. Okay, die mit dem roten sind wahrscheinlich höher gestellt als die mit diesem türkisen Schild. Was um alles Welt hat Brane nur vor? Sieh dann, müssen wir wirklich zum äußeren Kontinent? Was hast du denn auf einmal? Vorhin warst du noch ganz versessen da drauf. Aber wenn euch etwas auf diesem fremden Kontinent zustoßen sollte, dann bin ich alleine zu schwach, um euch zu retten. Du sorgst dich also um mich? Naja, so kann man das nicht sagen. Es ist nur so, wenn die Prinzessin ihren Leibwächter verliert, ist sie in einer Bredouille. Ja, in einer Bredouille. Wie sagt man dann? Prinzessin, ich bin eure Dankes nicht wert, oder? Nein, im Ernst, danke. Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Und wie steht's mit dir, Lilly? Schließlich wissen wir nicht, was uns dort erwartet. Ich bin bereit. Ich kann nicht zulassen, dass Mutter sich noch mehr zu Schulden kommen lässt.
Gut, dann bleib immer schön bei mir. Du und Vivi. Ich sorge dafür, dass euch nichts passiert. In Ordnung. Ah, sieh dann, Lilly. Gut, dass ihr kommt. Vivi, wo sind Onkel Sid und die anderen? Naja, also er sagte, er komme gleich wieder und seitdem ist er weg. Was treibt er bloß wieder? Hm? Hurra, ich hab's geschafft, Zip! Ich habe zwischen dem Wasserrahrenrott und hier die Lore sabotiert. Zip, das konnte ich nicht mehr ertragen, dass sie in meinem Schloss einfach machen, was sie wollen. Verzippt nochmal! Los, die Gelegenheit ist günstig. Zip! Aber passt bitte auf, in dieser labyrinthartigen alten Mine kann man sich leicht verlaufen. Zip! Ach ja, noch was. Nimm das hier mit. Zip! Was ist das denn für ein alter Stoffhelfen? Ein unverschämtes Mundwerk, eh und je! Das ist nicht nur ein gewöhnliches Stück Stoff. Zip! Das ist der Staatsschatz Lindblums. Es handelt sich um eine antike Karte, auf der alle Kontinente verzeichnet sind. Zip! Ach so, also doch mehr als ein Stoffhelfen. Los. Wenn wir hier noch länger plaudern, kommen sie uns doch auf die Schliche. Sinane, Vivi, Zip, dass ihr euch um die Prinzessin kümmert. Zip. Ja. Onkel. Du brauchst keine Angst, um mich zu haben. Eine Juckzippe kriegt man so schnell nicht unter. Zip. Nun aber schnell. Zip. Wenn die mich hier finden, dann verarbeiten die mich zu Jucköl. Zip. Lass uns gehen, Lilly. Verzippt nochmal. Also sowas. Der Herzog ist eine eine eklige Juckzippe und seine ergebenen hirnlosen Witzfiguren. Was kann am Verladen von Vorräten bitte schon so lange dauern? Nanu? Ihr zwei, da habe ich vielleicht etwas von Pause gesagt? Dass euch die Feigheit dieser Kerle den Wahnsinn treibt, kann ich ja verstehen, aber in Kürze beginnen wir ja unsere nächste Operation. Diese Maschine gab plötzlich ihren Geist auf und die Lore steht seitdem still. Stimmt doch, oder? Ja, sie machte erst irgendwie zip zip und dann war Schluss. Eigentlich wollten wir ja noch ein paar Einkäufe erledigen, bevor es losgeht. Irgendeine Nachricht vom Wachposten? Nein, nichts. Ist dafür vielleicht Herzog Zip verantwortlich? Ich glaube, er verheimlicht etwas vor uns. Hier muss er lang sein. Ihr da! Ihr kommt noch mit! Findet mir den Großherzog! Zu Befehl, zu Befehl! Oh Gott. Speichern einmal. Wo ist Muron? Man weiß es einfach nicht. So, muss ich mich nochmal einmal umziehen gleich. Tür nach Norden. Oh, der hat jetzt... Haben wir noch irgendwas? Oh, der hat sogar das. Habe ich noch genug von. Aber hier kann man ja immer wieder hinkommen, wenn ich irgendwas habe. Da, ba, da, da, ba, da, da, ba, da, 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 da. Auch gut, so wie es ist. Das bleibt auch noch einmal ran. So, Ramu muss sie muss Ramu lernen. Und dann gehen wir los. Aber wir gehen jetzt erstmal ganz kurz zu Gisa Malunkus Grotte, weil wir haben ja noch eine Kuponuss in Verwahrung. Aber ich mag das immer nicht, dass man immer irgendwie den Char so komisch sieht.
Dann gehen wir zur Malunke und geben die Kupusnuss ab. Ich würde sagen, gar kein Gegner, what? Oh, das passt mir jetzt überhaupt nicht. War total unnötig. Das war total unnötig. Wir müssen jetzt hier durchgehen. Einmal außen rum und dann zum Kubus abgeben. Oh. Na klar. Moment. So gern einen Weg. So. Zu den Drachen da oben gehe ich immer noch nicht raus, aber A, sind wir gerade zu dritt. B, haben wir keinen Ring, der uns beschützen würde für einigen Sachen. C, machen wir jetzt ganz schnell einmal schneller. Damit wir da hinkommen. So, der hat sein Feuer. Ah, der hat Urschrei noch. Hat er noch irgendwo anders Urschrei? Nee. Aber eigentlich könnte er das hier irgendwie. Dann machen wir mal das Kristallschild lieber rein. Was anderes lernen. Ja, es ist wie gesagt okay, wenn man sowas nachspielt, dann kann man da ruhig aber ein bisschen schneller durchhetzen. Bada, bada. Ja, wir haben bis jetzt auch noch nicht so großartig gelevelt oder so, ne? Hm. Ach Gott. Oh, wo wir gerade einmal hier sind. Müssen wir einmal ganz kurz was gucken gehen. Wir gehen wirklich nur was gucken. Geh noch nicht auf den Schokobo oder so, ich finde, was wirklich gucken gehen, Emma. Da zu dem Tor will ich einmal hin. Wenn man so schnell spielt, ne, ohne Witz, schafft es einer nicht. Ah ja, genau, hier wollte ich nämlich hin. Hier müsste jetzt nämlich der Prallmeier oder so liegen, genau. Das wollte ich nämlich noch einsammeln. Hier ist halt so eine Trinken, da bist du vollständig geheilt, glaube ich. Genau. Ist eigentlich nice to know. So, und dann geht's jetzt aber zum Morast. Mal gehen wir da mal schnell hin. Ich
Jetzt können wir was anderes lernen, Gott sei Dank, warte. Da brauchen wir noch ein bisschen, ja. Yeah. Wir sind auch gleich da beim Kufenrast. Die hat Engel gelernt, das ist nämlich ganz gut. Da können wir, glaube ich, das nächste auch schon anlegen. Ja. Uff, ohne Witz. War da der Morast, ja. Da war der Morast. Ja. Sagt, das heben wir uns ein bisschen auf die Trance. Das machen wir später. Später ist sie viel wichtiger. Aber jetzt noch nicht. Musik halt einfach wunderschön. Die sollten sie zu irgendeinem Mountain Final Fantasy 14 bringen. Da na na da da da. Da wollen wir einmal betreten. Wir wollen aber Quina noch holen. Quina müsste nämlich jetzt wieder da sein. Also die wird beim wir gehen jetzt einmal Quina holen. Die müsste nämlich hier beim Morast sein.